Ja, meine Damen und Herren, liebe Gäste, herzlich willkommen zu unserer heutigen Spielanalyse. Ich begrüße erneut unseren Gästetrainer Carsten Plater, guten Abend, und der Trainer der Löwen Frankfurt, Clayton Beddon. Herr Plater, heute in Frankfurt verloren, was war los? Ja, schönen guten Abend erstmal. Was war los? Also, das ist eine gute Frage. Die Mannschaft war von der ersten Minute an überhaupt nicht da. Sah aus, als wenn wirklich einige Spieler mit der Saison abgeschlossen hätten. Was wirklich schade ist, weil wir am Sonntag ein richtig gutes Spiel gemacht haben und daran zu keiner Sekunde anknüpfen konnten. Wir waren in der defensiven Bewegung nicht existent. Wir haben den Torhüter brutal im Stich gelassen. Und dann muss man sich nicht wundern, wenn man 7 Tore in einem Drittel kriegt. Und das ist dann wirklich schwer in Worte zu fassen. Glückwunsch an Frankfurt. Ich kann mich nur, auch wenn jetzt keiner hier ist, bei den paar Leuten, die mitgekommen sind, von uns entschuldigen für die Nichtleistung. Und ja, es ist letztendlich nur eine Niederlage. Steht 2-1 für Frankfurt. Wir müssen gucken, dass wir uns wieder zusammenreißen und Sonntag alles probieren. Also ich für meinen Teil habe mit der Saison nicht abgeschlossen und ich hoffe, das geht in die Köpfe der Spieler auch noch rein. Danke. Ja, danke schön für das klare Statement. Clayton, ich habe schon viel erlebt hier in Frankfurt, habe ich vorhin gesagt. 14 Spiele heute nur in der Mannschaft und dann schießen wir im zweiten Drittel, das ja auch immer etwas unser schwächeres Drittel war, diesmal 7 Tore. Wie konnte das passieren? Danke. Ich glaube, dass die erste Tor, das wir haben geschossen von Leon Lilek, das hat uns vielmals motiviert heute Abend. Das Jungs hat so Leistung gesehen. Und es ist immer schon zu sehen, ein junger Spieler, sein erste Tor zu schießen. Und jetzt, ich glaube, das war der Unterschied heute Abend. Die Jungs hat das gesehen und es hat uns gehalten und motiviert. And, aber alle jungen Spieler hatten ein gutes Spiel heute Abend. Sie haben Double-Einsatz gehabt mit Tim und Robin und Nicholas. Und sie haben so gut gespielt, bin ich überrascht. Aber wir sind glücklich, dass sie haben so gut gespielt. Aber ich erwarte ein anderes Spiel am Sonntag. Wir wissen, dass Ham immer schwer ist zu Hause. Und wir müssen die gleiche spielen am Sonntag, weil das war nicht die gleiche Mannschaft, das wir haben letzte Woche gesehen. Ich erwarte ein ganz anderes Spiel am Sonntag, aber wir sind glücklich und stolz auf die Jungs. Okay, danke. Ja, danke, Clayton. Glückwunsch. Abschließend noch die Frage, gibt es einen weiteren verletzten Spieler heute? Ja, es gibt weiteren verletzten, aber ich glaube, alles spielt am Sonntag. Das hat heute Abend gespielt. Und die Jugendspieler stehen am Sonntag auch alle zur Verfügung? Ja, absolut. Ja. Gut, das war die Frage von mir. Jetzt eure Frage. Ja, danke schön. Gibt es noch mehr? Was zaubert ihr dann für die nächsten Spiele noch aus dem Hut an Jugendspielern? Was ist da noch im Petto? Wie viele Spieler habt ihr noch parat? It's like the gleiche cater for the next Spiel. So, ich bin zufrieden mit den 4 Jungs, die mit uns gespielt haben, damit das genug ist. Ich glaube, für Sonntag, danke. Okay. Keine weiteren Fragen. Die Endstände haben Sie schon gehört. Bad Nauheim hat gegen Rostock 6-3 gewonnen. Und bei den Spielen Halle gegen Duisburg, Leipzig, Dortmund, Timmendorf, Kassel, da läuft noch das dritte Drittel, also überall die Entscheidung gefallen. Timmendorf gegen Kassel stand es 1-10, inzwischen glaube ich 1-12. Halle gegen Duisburg 0-3 und Leipzig gegen Dortmund 1-0, das ist noch knapp. Nee, 1-1 stand. 1-1, also, aber noch, läuft noch im dritten Drittel, oder? Genau. Verlängerung, läuft schon in Verlängerung, sehr gut. Was für ein iPhone alles hergibt. Königsborn gegen Ratingen. Da stand es nach dem zweiten Drittel 4-1. Gibt es was Neues? Nein. Gut. Ist auch nicht so wichtig. Konzentrieren wir uns jetzt erstmal auf unsere Spiele. Ja, wie geht es weiter? Falls wir am Sonntag verlieren sollten, dann sehen wir uns wieder hier bei uns in der Eissporthalle am Dienstag um 19.30 Uhr. Eben wieder gegen Hamm.
zum entscheidenden fünften Spiel. Es gibt keinen Topzuschlag, Karten gibt es also auch noch. Bin freigeschaltet dann ab Montagmorgen, wenn es notwendig ist. Gelingt uns ein Sieg am Sonntag in Hamm überraschenderweise, dann spielen wir am Freitag um 19.30 Uhr hier zu Hause gegen den Sieger aus der Begegnung Königsborn gegen Ratingen. Das steht ja auch noch nicht fest, da steht es jetzt 2-1 für Königsborn in der Serie. So geht es also weiter. Ich merke, mein Gast wird ungeduldig. Dann wünsche ich ihm eine schöne Nachhausefahrt, eine nette Ansprache im Bus noch an die Spieler und dann bis vielleicht bis Dienstag. Alles Gute.